In diesem Video wollten wir nochmal so einen richtigen schönen Partyknaller spielen oder üben oder lernen. Und zwar, naja, die zur Disco gehen etc. und sowas alles, die kennen ihn bestimmt. Betriebsfeiern oder so oder Fäden, da wurde oft gespielt. Und ja, wie gesagt, die Muttis und die Omas, die sind dann immer ein bisschen schockiert, wenn der Titel kommt, aber ich finde den so dufte. Und naja, wollen wir mal reinhören. Titel sage ich nicht, vielleicht kennt ihr den, wer ihn nicht kennt. Der geht einfach bei YouTube rein und gibt mal ein Die geilen Buben und dann werdet ihr den Titel schon finden. Also lasst uns mal anfangen, okay? So, so. So, für diesen Titel brauchen wir erstmal die Griffe D. Wieder, ja, D. So. G. Und A, jetzt nicht A Moll mehr, sondern jetzt nehmen wir mal den A, sehen Sie, da kommen wir schon wieder einen Griff näher, sondern A. Also das sind 1, 2, 3. Jetzt ziehst du mal schnell ein bisschen dichter ran, mal gucken. Also im zweiten Bund. Die Seiten hier. 1, 2, 3. So, wer dünne Finger hat, der kann die mit diesen drei greifen hier. Bei mir passt das nicht, ich muss diese nehmen, also die untersten letzten drei. Und da müssen wir aufpassen, dass die dünne E-Seite immer schön frei bleibt hier unten, ne? Also diese hier. Ne? Die muss frei bleiben. Wie gesagt, die drei ist nass. So, wie gesagt, der Schlag, der ist auch einfach. Das ist ein einfacher Wechselschlag. So, dann lass uns mal zusammen anfangen. Wir fangen an mit D und dann auf A und dann wieder D, ja? Also D. Lange blonde Haare, blaue Augen, ach wie schön. An einem heißen Sonntag hab ich sie baden sehen. Sie stieg dann aus dem Wasser, hatte Beine endlos gelangt. Doch da war noch was anderes, was ich an ihr sexy fand. So, den Refrain, den werde ich jetzt nicht singen, nicht, dass ich hier mit dem Jugendschutz in Konflikt komme. Also, mit D geht es dann wieder weiter. Ne? Die wissen, die den kennen den Titel, die wissen, was jetzt kommt. Ja, das ist der Party-Titel. Also, wer ihn spielen möchte, der kann es, wenn nicht, der lässt ihn sein. Aber ich freue mich immer, wenn ich ihn spielen kann. Fan-Partys. Also, wollen wir nochmal versuchen zusammen? Also, dann lass uns es nochmal probieren, ja? Los, fangen wir mit D an. Lange blonde Haare, blaue Augen, ach wie schön. An einem heißen Sonntag hab ich sie baden sehen. Sie stieg dann aus dem Wasser, hatte Beine endlos lang, doch war noch was anderes, was ich an ihr sexy fand. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke Pumpen, deine Rapper, die doll wippen, wo ich fahre Schlitten auf ihren Rücken. Zu ihr rüber, hab nach ihrem Namen gefragt. Sie sagte nur Hals, Maul,
hat mich fast vom Hof gejagt. Sie schlug mir in die Fresse, trat mir mitten ins Gebälk. Mir wurde dann ganz schummrig und die Eier wurden weg. So, liebe Freunde, nun macht was draus. Holt euch den Text aus dem Internet, holt euch die Melodie oder das Dings von YouTube. Mehr kann ich leider zu diesem Titel nicht sagen und nicht spielen. Wie gesagt, guckt bei YouTube rein, da findet ihr das Ding, das Original. Text weiß ich nicht, ob ich noch auf der Homepage draufsetzen kann. Aber naja, macht was draus. Jedenfalls das Ding, das kommt echt gut, das sage ich euch. Also, ne, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Wolle. Und nächstes Mal machen wir wieder ein bisschen was Ernstes, okay? Also dann, tschüss.